Ja, Hoffen kommt im Alltag immer wieder bei uns vor. Hoffen auf etwas, was kommt. Hoffentlich wird es so. Hoffentlich wird das Wetter so, wie die Wettervorhersage das gesagt hat. Oder hoffentlich können wir in Urlaub fahren, erlaubt es die Pandemie. Wir sind sehr stark darauf angelegt, dass wir in die Zukunft denken können und planen können. Und das zeigt sich, glaube ich, an diesem, wie wir Hoffnung haben. Und dass wir immer wieder Hoffnung haben, dass wir in die Zukunft planen und den Terminkalender füllen, aber immer mit diesem Gefühl, hoffentlich klappt es auch so. Hoffentlich kann ich diesen Termin wahrnehmen, hoffentlich wird es so. Wir können nach vorne denken, wir können nach vorne überlegen und planen und brauchen da aber immer wieder die Hoffnung, dass das auch so wird. Und wie leicht uns da was in die Quere kommen kann, hat uns Corona und vieles andere gezeigt und zeigt uns das immer wieder. Das letzte Thema dieser Allianz-Gebetswoche ist Sabbat und Hoffnung. Und als Text ist uns da dazu ein Text aus dem Hebräerbrief gegeben, den ich hier auch auf der Folie habe. Ich habe, aufmerksame Leser werden es vielleicht merken, im Vergleich zum Textheft, das Sie vielleicht auch gekriegt haben oder draußen am Eingang noch haben, zwei Verse weggelassen, weil ich dachte, das ist für mich so stimmiger. Die endgültige Sabbatruhe steht also für das Volk Gottes noch aus. Denn wer zu dem Ruheplatz Gottes gekommen ist, ruht sich aus von seinen Werken, so wie Gott selbst es von seinen eigenen Werken getan hat. Wir wollen uns also anstrengen, zu jenem Ruheplatz zu kommen, denn niemand soll, wie in dem Beispiel von damals, zu Fall kommen, weil er ungehorsam war. Das Thema knüpft sehr stark an den Dienstag an. Dienstag war Sabbat und Ruhe das Thema. Und heute, das merkt man an dem, was da im Text steht, knüpfen wir nochmal da an, aber mit dem Blick auch nach vorne in die Zukunft. Also ich habe so zwei Themen heute eigentlich, das Thema Ruhe und das Thema Hoffnung, und das verknüpft sich. Das habe ich auch in den Überschriften gleich mal reingeschrieben, die Hoffnung bzw. das Ziel Gottes Ruhe finden. Ich möchte es ein bisschen an dem Navi deutlich machen, nochmal verdeutlichen, was ich meine. Beim Navi, wenn man losfahren will, muss man beim Navi das Ziel eingeben und das Ziel erstmal finden. Bei uns ist das möglich mit Sprachsteuerung zu machen, ich nutze das ab und zu, aber ist dann auch manchmal lustig, was der dann alles oder die Dame, die dann da spricht, was die alles versteht. Also wo die mich dann hinschicken will, wo ich dachte, nein, das habe ich gar nicht gesagt, aber sie hat es irgendwie so verstanden. Manchmal ist es auch spannend, wenn man ein älteres Navi hat, dass die Straße vielleicht noch gar nicht drin ist. Und dann wird es schwierig, das Ziel zu finden. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, Ziel, Gottes Ruhe, dass wir die finden, dass wir überhaupt wissen, wo wir da hin können und wo wir da hin sollen. Dieser Abschnitt, den ich gerade gelesen habe aus dem Hebräerbrief, ist aus dem Zusammenhang, und in diesem vierten Kapitel geht es vor allem um einen Bezug zu Psalm 95. Der Schreiber des Hebräerbriefs legt dort quasi diesen Psalm 95 aus. Also wer dann heute Nachmittag oder im Laufe der Zeit, im Laufe der Woche mal Zeit hat, nochmal den Psalm 95 lesen und dann Hebräer 4, da gibt es manche Parallelen, so als kleiner Ausblick. Und zentraler Begriff dort ist die Ruhe Gottes oder sogar die Sabbatruhe. Also der Autor verwendet hier einen neuen Begriff. Das mit der Präsentation, könnt ihr mal eins weiterklicken bitte, irgendwie hat es noch nicht so. Er verwendet einen neuen Begriff, den Sabbat als Sabbatruhe. Also er verwendet da einen Begriff, den es im Griechischen so im Neuen Testament sonst anderswo nicht gibt. Und dieser Begriff wird für vier verschiedene Aspekte verwendet. Das erste ist der Sabbat als Ruhetag, so wie wir ihn auch im Alten Testament kriegen, wie wir jetzt die ganze Woche ihn schon gesehen haben. Das nächste ist aber dieser Ruheplatz Gottes, als das Volk aus Ägypten auszieht und dann die Hoffnung hat, dort in Kanaan mal anzukommen. Gott sagt, ich werde euch ein Land geben, in dem Milch und Honig fließen.
Ein dritter Aspekt, der dort in diesem Text drinsteckt, ist so diese Geborgenheit für uns, diese Ruhe bei Gott zu finden. Nicht nur, aber vor allem eben auch am Sonntag. Und dann, und das ist jetzt die Hoffnung, der Hoffnungsaspekt nach vorne gedacht, die Ruhe Gottes finden in der Ewigkeit. Und das ist jetzt nochmal interessant, so diese Aspekte zusammenzudenken und zusammenzusehen, weil der Hebräerbrief das auch an der Stelle macht. Also nochmal davon auszugehen, das Volk Gottes ist aus Ägypten raus und wollte nach Kanaan. Sie waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs und sind dann in Kanaan endlich an diesem Ruheplatz angekommen. In dem Land, wo Milch und Honig fließen. Also da, wo sie unbedingt hin wollten, da wollen wir hin und dort sind wir dann sicher. Dort kommen wir zur Ruhe von diesem anstrengenden, immer wieder hin und her aus der Wüstenwanderung. Ständig die Zelte abbauen, aufbauen und dort kommen wir dann an und haben einen Platz, wo wir sein können, wo wir zu Hause sind. Ruhe zu finden. Und da nochmal so drei Aspekte eben dazukommen. Ruhe dort in diesem gelobten Land. Ruhe, auch das, dass Gott ihnen ja in dieser Zeit am Sinai die 10 Gebote gibt. Sabbat als Ruhetag. Ruhe finden, Ruhe haben einen Tag. Wir hatten es die Woche immer wieder, wo dann auch die Sklaven und das Vieh und alles soll Ruhe haben. Also Ruhe finden und Ruhe auch im Tempel, als der Begegnungsort Gottes. Auch dort nochmal hinkommen zu können, um Gott zu begegnen. Und dort nochmal diese innere Ruhe und diese Gewissheit, diesen Frieden zu finden. Aber die Geschichte zeigt dann auch, dass im Land selber diese Ruhe sehr angefochten und zerbrechlich war. Also es gab immer wieder Krieg mit den Nachbarvölkern. Die Ruhe im Land war gefährdet, weil man immer wieder das Land verteidigen musste und teilweise auch die Feinde sehr stark eingefallen sind. Auch die Arbeit am Sonntag war und am Sabbat war jetzt nicht so normal, dass die Menschen das eingehalten haben. Hatten wir auch die Woche schon, dass sich das immer wieder aufgeweicht hat. Und Menschen gedacht haben, nee, das brauchen wir nicht, sondern wir können am Sabbat und wir müssen vielleicht am Sabbat arbeiten. Also diese Ruhe für Israel nur zunächst punktuell war. Und sie es erlebt haben, aber oft auch das angefochten war. Und deswegen, und da steigen wir jetzt wieder bei diesem Hebräer 4 ein, deswegen sagt der Hebräer 4, es ist noch eine Ruhe vorhanden, die in der Zukunft liegt. Thema Hoffnung. In der Zukunft wird dieser Ruheplatz nochmal zu finden sein, weil wir ihn jetzt noch nicht haben. Weil wir ihn jetzt nur punktuell und manchmal haben. Und diese Hoffnung im Neuen Testament ist eben, dass wir vor allem diese Ewigkeit mal erreichen werden, erleben werden, aber dass wir auch jetzt schon diese Ruhe bei Gott finden können. Ich habe mal hier so 4 Begriffe nochmal aufgeschrieben, 4 Bilder, die das vielleicht nochmal symbolisieren, was ich meine und was das in uns auslösen soll, auch wenn wir hier von dieser Ruhe Gottes reden. Eine Ruhe zu finden, wie auf diesem Bild oben links, mal die Beine, die Seele baumeln zu lassen, die Beine hochzulegen. Vielleicht noch an so einem tollen Ort, wo dann ein Boot ist und man das richtig genießen kann. Frieden zu finden im Gebet auch. Es ist die Allianz Gebetswoche. Und da miteinander im Gebet zu sein und diese Ruhe, diesen Frieden bei Gott zu finden. Die Gewissheit zu finden, vor allem auch in seinem Wort zu sagen, ja, und ich entlese da, dass ich bei Gott zu Hause sein darf und dass ich sein Kind bin. Und Geborgenheit bei Gott zu finden, vielleicht auch besonders nochmal in Musik, welcher Stil dann auch immer der richtige für mich ist, aber dieses mir das zusingen zu lassen und das in Lieder ausdrücken zu können, was mich da bewegt. Also einen Ort zu finden und Momente zu finden, Situationen zu finden, in denen das ganz tief in mir drin ist. Heute und damit dann wieder die Hoffnung auch zu haben,
So wird es mal im Himmel sein. Perfekt wird es dann im Himmel sein. Aber dieses Gefühl, dieser Moment, dieses Erleben, das wird dort mal sein. Und damit sind wir wieder Hoffnung. Ja, es wird erst in der Ewigkeit vollkommen sein. Erst dann werden wir bei Gott und mit Gott wohnen und mit Gott in ganz enger Beziehung sein. Aber heute ist schon erleben und als Ausblick zu haben, ja, so wird's mal. So werden wir das dort erfahren. Und da soll eben jeder ankommen. Und das weil und durch meinen Glauben an Jesus Christus. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann finden wir jetzt schon eine Ruhe und einen Frieden, den die Welt eben nicht geben kann. Jesus sagt, ja, das kann das, was die Welt sonst bietet. Da ist manches dabei, manches, was man genießen kann und Schöne. Aber diese enge Beziehung mit Gott, dieses Erleben, das kann nur da in dem Moment passieren. Das kann nur in dieser Begegnung mit diesem Schöpfer passieren. Nur da. Und ich hoffe, dass jeder sagen kann, ja, habe ich schon erfahren. Und wer das für sich vielleicht nicht sagen kann, dann mach dich da auch nochmal auf die Suche. Wo ist denn dieser Gott? Wo ist diese Begegnung mit diesem Gott? Ich will das erfahren und will in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Das ist das Ziel Gottes für uns. Das ist das, wo er uns beschenken möchte auch. Dieses Ziel sollen wir finden, heute und in der Ewigkeit. Und damit wir dort hinkommen, braucht's was. Damit wir das Ziel, diese Ruhe Gottes erreichen. Also finden erstmal zu wissen, dass es das überhaupt gibt, dass ich das heute schon erfahren kann, dass es diese Ewigkeit gibt, das zu finden und die Koordinaten sozusagen festzulegen. Und dann geht es ja darum, wenn man im Navi das eingegeben hat, Ziel, dann sagt die junge Dame oder der Mann oder wer auch immer, sagt dann, jetzt geht's los, jetzt fahren sie links, rechts und so kommen sie dann dorthin. Und ich erreiche das nur, wenn ich mich auf den Weg mache und wenn ich den Ansagen folge. Und nervig ist es, ich hatte es letztens mal wieder, ich habe das Ziel eingegeben, bin losgefahren und habe es aber nicht erreicht, weil das zu ungenau definiert war. Das war ein Parkplatz, wo ich gern hin wollte und ich habe dann übers Navi den nicht gefunden, wo ich hin wollte. Also das war zu verzwickt und das war frustig. Und dieses ein Ziel nicht zu erreichen, dieses Ziel Gottes Ruhe nicht zu erreichen, das ist das, was auch hier im Hebräerbrief nochmal sehr deutlich angesprochen wird. Und wir mit hineingenommen werden in das, was Gott auch seinem Volk dort sagt und gesagt hat. Wie schon gesagt, der Psalm 95 ist für diesen Hebräer 4 von Bedeutung. Und dort sagt Gott im Psalm 95, so habe ich in meinem Zorn geschworen, nie sollen sie zu meinem Ruheplatz kommen. Zusammenhang, weil das Volk Israel ungehorsam war. Weil sie an manchen Stellen gesagt haben, nee, wir wollen nicht und wir wollen zurück nach Ägypten und dieser Gott, der führt uns doch was weiß ich wohin. Und weil sie aufbegehrt haben. Und Gott dann gesagt hat, Moment mal, also wenn ihr so mit mir umgeht und wenn diese Beziehung so belastet ist, dann sollt ihr dieses Ziel nicht erreichen. Wenn ihr euch nicht darauf einlasst, wenn ihr euch nicht auf mich einlasst, dann werdet ihr dort nicht hinkommen. Und deswegen, und da bezieht sich auch der Hebräerbrief gleich mal an zwei Stellen hier drauf, Vers 1, den haben wir nicht gelesen, da heißt es, lasst uns deshalb um eines besorgt sein, dass keiner von euch zurückbleibt. Denn noch gilt ja das Versprechen, zu dem Ruheplatz Gottes zu kommen. Lasst uns besorgt sein, dass keiner zurückbleibt. Und Vers 11, den wir gelesen haben, wir wollen uns also anstrengen, zu jenem Ruheplatz zu kommen, denn niemand soll, wie in dem Beispiel von damals, zu Fall kommen, weil er ungehorsam war. Keiner soll zurückbleiben. Keiner soll zu Fall kommen. Sondern alle sollen dort ankommen. Das ist die dringende Botschaft und die eindrückliche Botschaft, die der Schreiber vom Hebräerbrief hier vermittelt. Wir sollen diese Ruhe finden und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Aber wir sollen uns anstrengen,
eifrig bemüht sein, wir sollen uns sputen, so könnte man auch übersetzen, dort anzukommen, krisenbewusst auch zu leben. Es ist ein Weg und diesen Weg müssen wir gehen, um dort anzukommen. Ich hatte am letzten Mittwoch eine Beerdigung, deswegen konnte ich auch Mittwochnachmittag nicht dabei sein, da wäre ich eigentlich auch da gewesen, um den Impuls zu halten. Und der Konfirmationsspruch von der Frau, die beerdigt wurde, über den ich dort dann auch gepredigt habe, der steht im 1. Timotheusbrief: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erlange das ewige Leben, zu beidem bist du berufen. Da kommt es auch nochmal, ja, es ist ein Kampf, es ist nicht ein Sonntagsnachmittagsspaziergang in die Ewigkeit, sondern es ist auch unser Leben an der Stelle umkämpft. Wie vielleicht hier dieses Bild, man kann es nicht richtig sehen, okay, es soll ein Fuß sein, der da gerade durch den Matsch läuft, ein Jogger oder irgendwas. Es ist eine Herausforderung, dort anzukommen. Christsein in dieser Spannung. Auf der einen Seite diese Ruhe Gottes immer wieder zu erleben, diese Momente zu haben, wo ich weiß, ich bin Gottes Kind. Und diese Ruhe zu erfahren. Und dann auf der anderen Seite aber wieder gefordert zu sein, zu sagen, ja, und es braucht auch dieses Fokussiertsein, diesen Blick auf die Ewigkeit, diese, wie kann ich meinen Glauben im Alltag leben? Wie kann ich Gott gehorsam sein? Das braucht es genauso. Und in dieser Spannung stehen zu bleiben und die auszuhalten, finde ich mit eins der Sachen, die uns als Christen am meisten, glaube ich, bewegen. Und deswegen, ja, ich habe die Hoffnung und ich weiß um das Ziel und ich will dort ankommen. Und die Israeliten, da zeigt sich ja im Leben der Israeliten, im Alltag, wie das immer wieder angefochten war und wie es eben nicht funktioniert hat. Wie sie dann in Krisenzeiten zum Beispiel Gott nicht vertraut haben, in der Wüstenwanderung, als sie dahin kamen und gesagt haben, nee, das schaffen wir nicht. Und wir wollen Gott nicht mehr gehorchen. Der Unglaube, als diese 12 Kundschafter zurückkommen und die 10 sagen, das schaffen wir nie. Viel zu groß, viel zu stark, viel zu mächtig, da kommen wir nie rein. Und die Menschen sagen, nee, dann probieren wir es auch gar nicht. Dann lassen wir uns da nicht drauf ein. Wir glauben nicht, dass Gott uns da reinbringt. Im Land selber dann, wo es ihnen gut geht und manchmal dieser Wohlstand auch dazu beigetragen hat, naja, komm, dann brauchen wir ja nicht so genau drauf achten. Sie haben Gottes gute Gebote missachtet. Und die Spitze von dem Ganzen ja dann ist, dass sie sich von Gott abgewendet haben und sich zu anderen Göttern und Mächten hingewendet haben, weil sie gedacht haben, die können das besser, die können mehr. Die fordern vielleicht auch nicht so viel von uns. Beispiele, wie es beim Volk Israel war. Und davon ausgehend, wo stehen wir heute in der Gefahr, Gott zu verlassen? Ihm nicht zu vertrauen, seiner Führung, seinen Willen zu missachten, unser Leben von anderen Mächten abhängig zu machen, wegzugehen von diesem Gott, uns wegbringen zu lassen von diesem Gott. Ich bitte euch, dass ihr euch da auch nochmal fürs euch Gedanken macht, dass wir da mit achtsam sind. Dass wir diese Hoffnung, dieses Ziel Gottes erreichen. Und ja, ich weiß, es hängt nicht an uns. Letztlich muss Jesus uns dorthin bringen. Aber ich brauche diese Beziehung, diese Abhängigkeit von ihm. Ich brauche den Blick immer wieder auf ihn. Und das ist der Kampf, ihn damit einzubeziehen in den Alltag. Also für mich neu festzuhalten, zu sagen, ich will mich neu auf dieses Ziel ausrichten, Gottes Ruhe suchen und erreichen. Da will ich hin, auf jeden Fall, da will ich dabei sein. Und das bedeutet heute, mit diesem Gott zu leben. Ich will diese Ruhe, diesen Frieden, diese Gewissheit, diese Geborgenheit immer wieder erleben und dort erleben. Und dann eben auch, und das ist das andere, was hier auch im Hebräerbrief an der Stelle nochmal deutlich steht, aufeinander achten. Keiner soll zurückbleiben. Wenn da hinten jemand liegt, dann gehe ich hin und hole den und sage, hey, komm, du sollst auch mit. Nicht hier liegen bleiben. Nicht den falschen Weg gehen.
Da drüben ist das Ziel, da müssen wir hin. Allianz heißt für mich auch, da miteinander sich in die Arme zu nehmen und miteinander zum Ziel zu kommen. Und immer wieder, vielleicht auch in diesen Gebetszeiten, das Ziel neu zu fokussieren, zu sagen, da wollen wir miteinander hin. Wir zusammen, alle die wir jetzt hier sind, die daheim an dem Bildschirm sind, zusammen werden und wollen wir mal in der Ewigkeit sein. Da drauf zu achten und den Blick zu haben, wo ist es möglich, wo kriege ich auch was mit vom anderen. Den Mut auch manchmal zu haben, Dinge anzusprechen. Vielleicht in den Kleingruppen, wo ihr seid. Da nochmal miteinander unterwegs zu sein, im Gespräch zu sein. Aber auch sonst so ein bisschen wachsam, nicht ein bisschen, sondern wachsam zu sein, die Augen offen zu haben, wie geht's denn dem anderen gerade neben mir? Und liegt der irgendwo da hinten, ist der da liegen geblieben irgendwo und muss ich jetzt vielleicht auch gerade hingehen und sagen, hey komm, wir wollen doch zusammen das Ziel erreichen. Keiner soll zurückbleiben. Und nach diesem wir müssen, wir sollen, möchte ich gern schließen mit einem Satz von Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Und jetzt kommt wieder die Ruhe. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Also diesen Jesus zu sehen, der sagt, hey, und jetzt komm zu mir erstmal. Und lass dich von mir versorgen und nimm da mein Joch auf dich. Ja? Geh da mit mir diesen Weg, dass wir dort in der Ewigkeit ankommen. Wir singen jetzt zwei Lieder zusammen mit diesem Bekenntnis auch nochmal, mit diesem Blick auf unseren großen Herrn.